wie ich es machen muss. Ich muss eine Zäsur setzen. Gabriela, euer Rolle. Dann geht's. Der Profi, okay. Du, Gabriela, Gabi sage ich jetzt nicht. Man kennt dich ja seit Jahren von deiner Stimme her. Das ist eigentlich dein Markenzeichen. Du bist ja ein Urgestein, darf man das schon sagen, bei U3. Also wirklich lange schon dort, ja? Ich würde es lieber so formulieren. Ich bin lange schon bei U3, ja. Sehr lange, genau. Und bist natürlich auch, hast unterschiedliche Themen, die du dort bearbeitest. Auch du bist ja, glaube ich, in allen Redaktionen schon gewesen. Aber das Schöne zieht dich dann doch immer wieder auch an, gell? Ja, absolut. Also ich war ursprünglich, bin ich in der Society-Redaktion gewesen, war auch viel unterwegs, habe viele Kontakte geknüpft. Bin jetzt in der Wecker-Redaktion, mache vor allem auch viele Gesundheitsthemen. Ach, sehr gut, ja. Wie ist das? Bist du eigentlich immer top gestylt in der Arbeit oder kommt man da auch mal so ein bisschen geschwinder, mal im schnellen Look sozusagen? Das ist eher der Ausnahmefall. Also ich liebe es, schön angezogen zu sein. Einerseits ist es natürlich ein Vorteil, weil ich nicht top gestylt sein muss, aber ich darf top gestylt sein. Ja. Und das macht schon Spaß, weil ich glaube, wenn man immer in der Öffentlichkeit steht, kann es ja auch sehr anstrengend sein. Dass man dann immer gut ausschaut. Müsstest du wissen. Ja, genau, das ist so, ja. Wie groß ist denn dein Kleiderschrank? Ich muss ihn leider reduzieren, weil wir relativ wenig Platz haben. Das heißt, ich bin gezwungen, immer wieder auszumisten, was ja auch ganz gut ist. Mhm. Aber ich tue mir nicht leicht damit, muss ich sagen. Also du gibst wirklich Sachen auch weg? Ja, ungern, aber doch. Muss ich. Wie groß bist du genau? Ich bin 1,81, sage ich zumindest. Vielleicht bin ich auch 1,83. Ja, das ist lustig. Wie ich das erzähle. Ich bin 1,81, aber ich bin eigentlich 1,83. Komisch eigentlich, ja. Ich finde, es wird aber immer einfacher, sich gut anzuziehen, dass das auch passt, ja. Was sind so deine Hürden? Was würdest du dann nie anziehen? Nein, ich bin ein bisschen vorsichtig bei Hosen, die eher kurz sind. Also da, auch wenn es der Trend ist, ich habe immer das Gefühl, ich bin ein bisschen rausgewachsen. Mhm. Also auch diese Ärmel, entweder muss man sie dann da so raufschieben, aber wenn sie gerade in dieser Länge sind oder die Hosen, die gerade in dieser Länge sind, dann schwierig. Ist es schwierig für mich. Ja. Ziehst du hohe Schuhe an? Ab und zu. Wie schaut's Online-Shopping aus? Bist du viel online unterwegs? Doch, also ich bin immer wieder. Das ist verführerisch, gell? Es ist verführerisch, vor allem wenn man mal eine gewisse Shops hat, die den dann immer wieder beliefern mit den tollsten Sachen. Genau, sehr praktisch. Und wie viel wird zurückgeschickt? Also ich bin jetzt nicht eine, die jetzt 5, 6, 7 Sachen gleichzeitig bestellt und dann... Ich schon, ja. Ja, machst du? Ja, ja. Vor allem, wenn ich dann zu Hause bin, dann mache ich... Ich habe letzte Woche einen Staubsauger bestellt. War ich auch überrascht über mich, ja. Einen Staubsauger habe ich auch letzte Woche bestellt. Okay. Haben wir den gleichen Staubsauger bestellt. Apropos Online-Shopping. Ihr habt ja einen neuen Online-Shop ins Leben gerufen. Ja. Hier sage ich, weil du hast das mit einer guten Freundin gemeinsam ins Leben gerufen. Du, du bist jetzt unter die Schmuckdesignerin gegangen. Ich bin unter die Schmuckdesignerin gegangen mit meiner wunderbaren Partnerin Marie Carlier. Wir haben zusammen begonnen, eine Schmucklinie zu entwerfen. Und zwar deshalb, weil wir eigentlich nie das gefunden haben, was uns eigentlich wirklich gefällt. Mhm. Und das heißt, ihr macht das wirklich alles selber auch? Wir machen alles selbst. Und mittlerweile viele Promis auch tragen euren Schmuck, ja, oder? Ja, bin ganz stolz sind wir drauf. Wir haben zum Beispiel CSI-Hauptdarstellerin Eva LaRue. Cool, die, ja. Die einen unserer teuersten Stücke trägt. Wir haben Laura Bilgeri, die unseren Schmuck bei den Filmfestspielen in Venedig getragen hat. Claudia Stöckel, Daniela Zeller und. Also es kommt ganz gut an. Cool, ja. So, also man hätte jetzt beispielsweise diese Kette, die du als Tagesoutfit verwenden kannst, wenn du jetzt mit der Jeans unterwegs bist oder cooler unterwegs bist, dann kannst du entweder nur diese Ketten dazu nehmen, das schaut dann so aus, oder du hast die Feder dabei. Super, das heißt, man kauft die ganze Kette so wie es ist und kann es dann nochmal verändern, je nach Lust und Laune. Genau. Das ist cool. Was findest du nur vom Styling her auch bei Frauen richtig furchtbar? Ich finde eigentlich, dass man... Hoffentlich kein Leo klärt. Sag das nicht. Ja. Ich fühle mich meistens nicht so wohl, wenn ich zu... weil ich mal aufgetust bin, okay, ja. Weil ich eh schon so groß bin und weil ich so, weil man ist als große Frau schon eh irgendwie eine Erscheinung, mir ist es dann fast zu viel. Also, ach so, dann lieber zurückhaltend. Ja, ich bin lieber ein bisschen zurückhaltend. Echt? Ja. Nicht so, also ich bin da schon so. Rote Lippen? Ja, nein? Doch, selten. Okay. Schaut das gut aus, jetzt schon wie ich da sitze erst. Das gibt schon. Oh mein Gott, das sagst du wieder. Sag, ey, das ist, wenn Männer das sagen, ist das... Ja.
Ich merke nämlich, dass das komisch ausschaut. Haltet mich der Tisch aus? Marie, ja. Du bist ja auch die Schmuckdesignerin. Genau, also du, wir machen alles zusammen. Ganz süß. Von A bis Z. Du, und das hier, das ist ja so wie so eine Limited Edition, da kann man sagen, oder so ein Weihnachts-Goodie. Naja, das wird wahrscheinlich das mein Produkt und das ist so, das nennt man Hidden Message. Und das ist eine kleine Plakette, wo ein Message drinnen graviert ist. So, hier steht zum Beispiel Love. Es kommen dann andere Wörter, man kann es auch wahrscheinlich personalisieren und wird dann im Ganzen so verkauft und präsentiert. Ach, sehr süß. Das heißt, man weiß nicht, man weiß nur, was drinsteht, wenn man es umliest. Man weiß, was drinsteht, wenn man es umliest. Und wer es wirklich wissen möchte, der müsste dann irgendwie das aufbiegen. Weil das vielleicht steht weit. Auch Bitch drin. Ja, und deswegen, okay, stimmt, ja. Genau, deswegen stimmt. Steht hier Trust the one who loves you. Aber wir machen eigentlich alles zusammen und das meiste auch zu zweit. Also wir löten, ja. Wir feilen, wir sitzen wirklich dort. Ja. Ja, also da gibt es auch die Bilder, wo man uns wirklich sieht mit der Lupenbrille, wo ja, cool. Mit den Zangen gearbeitet und Handschuhe wird, ja. Und so, damit wir die Nägel nicht zu so ja. Viel haben. Ja, cool.